Kohle, Öl, Gas. Diese fossilen Brennstoffe, die könnten irgendwann durch grünen Wasserstoff ersetzt werden. Denn wenn man Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt, dann entsteht Wasser und kein Kohlenstoffdioxid, wie bei Kohle, Öl und Co. Wasserstoff gewinnt man, indem man Wasser aufspaltet in Sauerstoff und Wasserstoff. Wenn man dafür Strom benutzt, nennt man das Elektrolyse. Wenn dieser Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist der erzeugte Wasserstoff nachhaltig. Er kann zum Beispiel als Speichermedium für Energie eingesetzt werden oder in der Stahl- und Chemieindustrie fossile Brennstoffe ersetzen. Aber um Wasserstoff zu gewinnen, braucht es Katalysatoren. Und die bestehen oft noch aus Edelmetallen, die viel Geld kosten und gar nicht in ausreichender Menge auf der Erde vorhanden sind, wie zum Beispiel Platin, Palladium und Rhodium. Am Helmholtz-Zentrum Berlin forschen WissenschaftlerInnen an alternativen Materialien für diese Katalysatoren und versuchen dabei auch, den Katalyseprozess als Ganzes besser zu verstehen. In dieser Folge stellen wir euch genau diese Forschung vor. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin. Heute schauen wir uns die Katalyseforschung genauer an und entdecken dabei, wie wichtig Katalysatoren für unseren Alltag sind. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland und beschäftigen uns mit der Forschung an der Wasserstoffelektrolyse. Meine Kollegin Clara Cemmler hat sich das Ganze mal genauer angeschaut. Hallo Clara. Hallo Sarah. Clara, für alle Nicht-Physik-/Chemie-Profis unter uns, was ist eigentlich nochmal ein Katalysator? Ja, ich musste mich da am Anfang auch ganz schön einlesen. Aber im Grunde ist ein Katalysator ein Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt oder überhaupt erst möglich macht. Wissenschaftlich ausgedrückt senkt ein Katalysator die sogenannte Aktivierungsenergie für eine Reaktion herab. Also damit die Teilchen praktisch mehr Lust haben, ihre alten Verbindungen zu lösen und neue einzugehen? Ja genau, sie brauchen im Grunde einfach weniger Energie dafür. Ich habe mir das Ganze von Frau Dr. Stefanie Hlawenka vom Helmholtz-Zentrum Berlin erklären lassen. Sie koordiniert dort das CatLab-Projekt, das sich zusammen mit zwei Partnerinstituten der Max-Planck-Gesellschaft mit der Erforschung von Katalysatoren beschäftigt. Also Katalysatoren sind erstmal ganz allgemein gehalten Materialien, Stoffe. Also die können festflüssig, gasförmig sein, die können anorganisch oder auch organisch sein. Und sie sind halt Bestandteil von sehr vielen, auch gesellschaftlich bedeutenden chemischen Reaktionen. Und Katalysatoren im Allgemeinen steigern die Effizienz von chemischen Reaktionen. Und das ist natürlich wichtig, um Ressourcen oder Energie zu sparen oder auch manchmal chemische Reaktionen erst überhaupt möglich zu machen. Das Besondere an diesen Materialien, also an diesen Katalysatoren, ist, dass sie nicht verbraucht werden. Also die liegen sozusagen vor und nach der Reaktion so gut wie unverändert vor. Altern aber sehr wohl. Und ich habe da mal einen sehr wunderbaren Vergleich gehört, und zwar mit einer Tanzfläche. Also wenn man sich das vorstellt, man hat eine Gruppe von Leuten, die sollen tanzen und man stellt ihnen eine Matschfläche zur Verfügung, dann benötigen die sehr viel Energie, um dort sozusagen zu tanzen, machen das dann vermutlich eher weniger. Und wenn man diese Matschfläche, also das wäre in dem Fall der Katalysator, gegen ein Parkett austauschen würde, dann ist natürlich die Energie, die es bedarf, um da zu tanzen und loszulegen, viel, viel geringer. Und diese Tanzfläche verbraucht sich ja in dem Sinne nicht, muss aber natürlich irgendwann mal nachbehandelt werden. Und im Falle der Katalysatoren wäre das so eine Art Regeneration. Okay, die Metapher der Tanzfläche, die finde ich echt ziemlich gut. Ja, bisschen witzig, wenn man sich so kleine tanzende Teilchen vorstellt. Also den Katalyseprozess kann ich mir jetzt auf jeden Fall gut vorstellen. Das ist gut. Das ist nämlich sehr wichtig, wenn wir später ein bisschen mehr ins Detail gehen. Katalysatoren sind aber nicht nur in irgendwelchen Chemielaboren zu finden. Stefanie Hlawenka hat mir klargemacht, wie täglich mit Katalyse zu tun haben, ohne dass wir es merken. Die meisten Menschen kennen halt Katalysatoren hauptsächlich aus dem Auto, aus Verbrennungsmotorautos, muss man jetzt natürlich dazu sagen, wo sie hauptsächlich in der Abgasreinigung eingesetzt werden. Was natürlich vielleicht auch noch viele kennen, ist, dass Katalyse eine große Rolle im Körper von Organismen spielt, also auch im menschlichen Körper. Also Enzyme zum Beispiel sind halt auch organische Katalysatoren. Was aber auch noch, ist natürlich sehr
sehr relevant ist, ist, dass viele industriell genutzte Prozesse Katalysatoren benötigen. Also 80% aller chemischen Produkte, die wir so im Alltag kennen, sind von Katalysatoren abhängig. Benzin, Diesel, wird alles über katalytische Prozesse hergestellt, Kunststoffe, aber auch zum Beispiel Ammoniak. Ammoniak ist verantwortlich für 1-3% ungefähr des Weltenergiebedarfs, wird zu 80% in der Düngemittelherstellung verwendet. Also Katalyse ist halt sehr relevant und gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, der ja definitiv stattfindet, Katalysatoren sind Kernbestandteil eines regenerativen Energiesystems. Also angefangen von der Herstellung von grünem Wasserstoff, aber dann auch zum Beispiel deren Umwandlung in chemische Energieträger. Okay, ich habe verstanden, dass Katalysatoren eigentlich überall im Alltag zu finden sind, nur dass man sie halt eben nicht sieht. Mega interessant, dass es sogar im Körper Katalysatoren gibt, aber es macht doch irgendwie Sinn, denn Enzyme, die spalten ja auch Nährstoffe auf. Man findet Katalysatoren wirklich überall, wenn man genau hinschaut. Wir haben jetzt schon drüber geredet, wie Katalyse funktioniert und wo wir Katalysatoren in unserem Alltag finden. Wo setzt die Katalyseforschung jetzt an? Was wollen die WissenschaftlerInnen besser verstehen? Das habe ich Stefanie Lawenka auch gefragt. Warum Katalyseforschung überhaupt notwendig ist, prinzipiell ist ja eigentlich eine sehr gute Frage, da wir ja bereits einem guten Jahrhundert von katalytischen Prozessen in der Industrie profitieren und diese Prozesse ja Grundsteine für die moderne Gesellschaft legen. Forschung sozusagen, auch bei uns am Helmholtz-Zentrum Berlin, kann man in zwei Säulen packen. Das wäre einmal zum Beispiel die Optimierung bestehender Prozesse, also sozusagen den Energiehunger, den diese industriellen Prozesse dennoch haben, obwohl sie halt Katalysatoren benutzen, halt weiter zu senken. Natürlich aus ökologischen Gründen als auch aus ökonomischen Gründen und den Materialverbrauch zu reduzieren. Auf der anderen Seite brauchen wir halt aber auch die Entwicklung grundlegender neuer, sogenannter disruptiver Technologien, weil diese seltenen Materialien, die heutzutage noch viel in industriellen Prozessen benutzt werden, ersetzt werden sollten, weil sie halt selten und teuer sind. Aber auch noch ein großer Punkt ist, dass die ganzen konventionellen Prozesse alle auch auf konventionellen Energiequellen sich berufen. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel die Ammoniak-Synthese oder halt auch andere Prozesse, die katalytisch getrieben werden, anguckt, die werden alle in Gang gesetzt, indem halt fossile Brennstoffe verheizt werden. Und das muss sich natürlich dringendst ändern. Vielleicht nochmal zusammengefasst. Katalysatoren werden fast überall gebraucht. Das hat Stefanie Lawenka ja ganz am Anfang auch schon gesagt. Und diese Prozesse in der Industrie brauchen aktuell noch fossile Rohstoffe und fossile Energie. Diese Industrien müssen aber transformiert werden für eine grüne Energiewende. Und dafür braucht es eben einerseits kurzfristig effizientere Katalysatoren, sodass sie weniger Material und Energie verbrauchen. Und langfristig braucht es dann komplett neue Technologien. Und das ist deswegen wichtig, damit wir einerseits in Zukunft Ressourcen schonen und auf der anderen Seite aber auch den Geldbeutel, oder? Klimaschutz sollte sich natürlich auch ökonomisch auszahlen. Und dann ist es auch einfach viel intuitiver, zum Beispiel als Unternehmen und auch als Gesellschaft, auf grüne Technologien zu setzen. Verstehe ich das jetzt richtig? Neue Technologien, zum Beispiel neue Katalysatormaterialien, die würden auch insgesamt die Energiewende beschleunigen? Genau. Aber damit diese Optimierung von Katalysatoren überhaupt möglich ist, braucht es die Grundlagenforschung. Es geht um die breite Bandbreite von dem Technologiereifegrad, so nennt man das. Also es benötigt sowohl Grundlagenforschung, also zu verstehen, warum das Ganze so funktioniert. Das ist meistens sehr langfristig aufgesetzt. Das bringt uns natürlich kurzfristig nicht weiter. Dementsprechend setzen wir natürlich auch schon auf Forschungsansätze, die uns aber auch gleich Richtung Industrieanwendung bringen. Ein Beispiel, was wir hier am Heimatzentrum Berlin machen, ist, dass man halt für diese maßgeschneiderten Systeme halt auch sehr definierte Materialien braucht und die Möglichkeit, dem Katalysator bei der Arbeit zuzuschauen. Also wie ich halt schon anfangs gesagt hatte, liegt so ein Katalysatormaterial vor der Reaktion und nach der Reaktion eigentlich im gleichen Zustand vor. Und das bringt einem halt bei dem Verständnis, was da passiert, nicht viel. Und deswegen wird sogenannte Operando-Analytik entwickelt. Das ist eine sogenannte Forschungsumgebung, also kann man sich wirklich wie so eine Messzelle vorstellen. Und hier werden Reaktionsbedingungen simuliert, die aber teilweise sehr harsch sind, also hohe Temperaturen von mehreren hundert Grad, hohe Drücke, 50 Bar zum Beispiel. Und mit denen es dann möglich ist, zum Beispiel auch mit unserem Synchrotron, diese Proben oder diese Katalysatoren bei der Arbeit zu untersuchen.
Also man versucht, den Katalyseprozess mit einem Synchrotron zu beobachten, wenn ich das jetzt richtig im Ton gehört habe. Was genau ist ein Synchrotron? Ja, das ist ein Teilchenbeschleuniger. Der steht mitten in Berlin, ist aber unter der Erde versteckt. Wenn man da reingeht, muss man erstmal durch mehrere Sicherheitsschleusen und sieht dann sehr, sehr viele technische Geräte, ganz viele Kabel und Lichter. Es ist ein bisschen überfordernd, aber im Grunde ist der Synchrotron einfach ein riesiger unterirdischer Tunnelring. Und in diesem Tunnel ist ein Ring mit einem fast vollständigen Vakuum. Und darum herum sind Magnete angeordnet um diesen Ring, die die Teilchen auf ihrer Bahn halten. Im Helmholtz-Zentrum Berlin sind das Elektronen, die dort beschleunigt werden. Und diese Elektronen flitzen in Plaketen immer wieder um den Ring herum. Und dabei senden sie ein Licht aus. Ein extrem helles, brillantes Licht, das sich super für die Forschung eignet. Und das Licht, das nennt man die Synchrotronstrahlung. Damit können eben verschiedene Proben, wie beim Röntgen, durchleuchtet werden. Das Synchrotron am Helmholtz-Zentrum Berlin heißt übrigens BESSY, also BESSY 2, um genau zu sein, Berliner Synchrotron-Strahlungsquelle. Also ist der Synchrotron ein riesiges Forschungsinstrument, mit dem man in Materialien und Proben reinschauen kann? Genau, und das ist eben für die Forschung an den Katalysatoren sehr wichtig. Wir haben somit dann sozusagen sehr gute Einblicke in die Welt sozusagen dieses Katalysators auf mikroskopischer Ebene. Und das Schöne auch an unserem Synchrotron ist, dass man hier die Wellenlänge und somit die Eindringtiefe in das Material an gewissen Endstations variieren kann und somit sozusagen nicht nur Informationen von der Oberfläche kriegt, sondern halt auch von tiefer liegenden Schichten. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass man für die Katalyseforschung sehr definierte Materialien benötigt. Und gerade um halt auch hier einen Durchbruch hinsichtlich dieser Maßschneiderung der Materialien erlangen, verfolgen wir halt am HZB zusammen mit unseren Projektpartnern der Max-Planck-Gesellschaft den vollkommen neuen Ansatz in der Katalyseforschung, indem wir Katalysatoren halt auf Basis von dünnen Schichten herstellen. Diese Schichten, die wir dann halt auch mit unserem Synchrotron sehr gut untersuchen können, sind halt sehr definiert. Und das heißt, hier haben wir halt super Möglichkeiten der gezielten Anpassung dieser Materialien. Und ich vergleiche das immer so gerne mit einem Käsebrot. Also man hat dann sozusagen so ein Substrat, das wäre halt hier das Brot. Und das Katalysatormaterial wäre der Käse. Die Eigenschaften, die man verändern möchte, also dieses Katalysators, verändert man, indem man halt noch Schichten dazu packt, ist nicht eine Scheibe Salat oder so. Und Katalysatoren arbeiten trotzdem meistens bei einem gewissen Energiezufuhr. Das heißt, im konventionellen Falle würden wir das Käsebrot, also diesen Katalysator, Dünnschichtkatalysator, in den Ofen packen. Das ist relativ ineffizient, man heizt halt ein großes Volumen. Und was wir in dem Cutler-Projekt mitverfolgen, ist die Erschließung alternativer regenerativer Energiequellen, also zum Beispiel durch regenerative Elektrizität. Das hieße, es wäre ja viel besser, wenn wir dieses Käsebrot, also dieses Dünnschicht-Katalysator-System, nicht in den Ofen packen, sondern zum Beispiel in die Mikrowelle, weil das viel, viel energieeffizienter ist. Der Energieeintrag passiert halt direkt in den Schichten. Oder, okay, da hinkt der Käsebrot-Vergleich etwas, wenn wir eine Metallschicht zum Beispiel oder irgendeine leitfähige Schicht unter den Käse packen und das Ganze auf den Induktionsherd legen. Da hätte man halt auch den direkten Energieeintrag über den Induktionseffekt in dem Katalysator bzw. hier im Käse. Also dieser Vorteil dieser dünnen Schichten ist eben, dass man sie ganz einfach austauschen kann und dadurch viele Materialien testen kann. Und gleichzeitig, dass sie energieeffizienter sind. Und diese neuen Dünnschicht-Katalysatoren, die sollen dann auch dabei helfen, Wasserstoff zu gewinnen. Also bei der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff mittels Elektrolyse? Ja, genau. Am Helmholtz-Zentrum wird ja an verschiedenen Katalysatoren für verschiedene Industriezweige geforscht. Aber ein ganz wichtiges Forschungsziel ist eben auch die Forschung am Wasserstoff, weil Wasserstoff die Industrie insgesamt grüner machen könnte. 2020, da hat die Bundesregierung die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet, die im Grunde genau diesen Plan aufzeigt, wie Deutschland für den Wasserstoff als zentrales Standbein der Energiewende fit gemacht werden soll. Das war damals noch unter der schwarz-roten Regierung unter Angela Merkel. Wie kann uns denn jetzt Wasserstoff in Zukunft helfen? Wozu brauchen wir den eigentlich?
Wasserstoff kann man sich jetzt nicht wie Wind- oder Solarenergie als alternative grüne Stromquelle vorstellen. Wasserstoff ist ein chemischer Stoff, der zum Beispiel Energie speichern kann. Und das kann in Zukunft vor allem im Stromnetz wichtig werden. Im Stromnetz muss nämlich immer die gleiche Spannung herrschen und es muss immer gleich viel Strom hineingehen, wie dann auch rausgeht. Nun ist es aber so, dass bei Solar- und Windenergie ja mal mehr und mal weniger Strom hergestellt wird. Ja klar, manchmal scheint die Sonne, manchmal eben nicht und genauso ist es eben auch mit dem Wind. Manchmal ist er da und manchmal dann eben nicht. Und da braucht man eben einen Puffer, also Anlagen, die überschüssigen Strom aus dem Netz rausnehmen können und bei einer Flaute dann wieder einspeisen können. Aktuell funktioniert das vor allem mit Gaskraftwerken und hier kann der Wasserstoff das fossile Erdgas ersetzen. In der Industrie, das habe ich selber auch mal recherchiert, da kann grüner Wasserstoff auch eine Grundvoraussetzung für die klimaneutrale Herstellung von Stahl und chemischen Grundstoffen sein. Und diese Bereiche müssen gerade noch mit fossilen Energien arbeiten, weil es da einfach technische Zwänge gibt. Und hier kann Wasserstoff zum Beispiel Kohle ersetzen in der Zukunft. Statt schädlichem CO2 kommt dann aus den Schornsteinen nur noch Wasserdampf. Es klingt rein vom, ja, von der Zusammensetzung total logisch, das auch so zu machen. Ein großes Problem, wie bei vielen anderen Sachen auch, ist da das Geld. Diese ganze Umstellung, die ist sicherlich sehr, sehr teuer. Und genau da kann die Katalyseforschung eben helfen, indem sie günstigere Katalysatoren herstellt. Damit der Wasserstoff dann aber wirklich nachhaltig ist, muss er natürlich mit grünem Strom erzeugt werden. Das heißt, es braucht Strom aus erneuerbaren Energiequellen, um die Elektrolyse in Gang zu setzen, bei der Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufgespalten wird. Nur dann ist es grüner Wasserstoff. Und es ist auch wichtig, dass der Wasserstoff aus Wasser hergestellt wird. Man kann ihn nämlich auch aus anderen Quellen herstellen, wie zum Beispiel Erdgas. Und dabei wird eben CO2 freigesetzt und das ist natürlich dann am Ziel vorbei. Okay, die WissenschaftlerInnen, die am Kettler-Projekt arbeiten, wollen die Elektrolyse von grünem Wasserstoff effizienter und günstiger machen, hast du gesagt. Bei den Geräten für die Gewinnung von Wasserstoff sind eben oft Edelmetalle in Pulverform verbaut und die sind sehr selten und sehr teuer. Hier können eben auch diese Dünnschichtkatalysatoren weiterhelfen, die Stefanie Lawenka vorhin vorgestellt hat. Jetzt würde mich bei der ganzen Sache noch interessieren, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Prozesse nachhaltiger, effizienter gestaltet werden sollen. Es geht um grüne Energie, wo quasi dann ja auch die Frage ist, wo kommt die her, wie wird das alles gemacht? Wie wird denn in der Forschung darauf geachtet, sprich auf Nachhaltigkeit? Wir versuchen natürlich auf Materialien zu setzen, die reichhaltig vorhanden sind, also zum Beispiel statt Platin auf Kupfer ist jetzt auch nicht extrem viel vorhanden, aber trotzdem noch mehr als Platin oder vielleicht sogar zu noch besser vorhandenen Materialien. Das Thema Nachhaltigkeit ist in dem Sinne natürlich auch für uns sehr wichtig, dass wir versuchen, in Kreisläufen zu denken, also dass wir versuchen, die Recycle-Fähigkeit der Technologien, die wir entwickeln, im Auge zu behalten, da ja Ressourcen auf der Erde einfach endlich vorhanden sind und wir die Sachen, die wir von der Erde nehmen, so benutzen müssen, dass sie wiederverwendbar sind. Aber das ist ein ganz anderes Forschungsthema nochmal, was auch beliebig tief geführt werden kann. Ich glaube auch, dass wir das ganze Thema hier ungefähr noch ewig aus- und weiterführen könnten. Wir haben hier gerade mal an der Oberfläche von dem gekratzt, was man alles über Katalysatoren, Wasserstoff, die Industrie und die Zukunft der Energiesysteme in Deutschland wissen kann. Viele interessante Ansatzpunkte auf jeden Fall, von denen ihr jetzt vielleicht auch selber weiter in die Tiefe gehen könnt oder vielleicht möchtet. Wenn euch der ganze Themenkomplex Energiewende interessiert, dann haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Wer mehr über das ganze Thema erfahren möchte, dem lege ich jetzt den Detektor FM Podcast Mission Energiewende ans Herz. Da geht es nämlich auch um die Klimakrise und neue Energielösungen. Und ihr findet da zum Beispiel eine Folge zu grünem Stahl und vor allem ja der Frage, vor welchen Herausforderungen jetzt auf der einen Seite nicht nur die Stahlindustrie steht, sondern beispielsweise auch die Hersteller von Windkraftanlagen, denn das fand ich auch ganz interessant. Wir haben am Ende nicht nur grünen Strom, sondern diese ja, Anlagen müssen auch irgendwie gebaut werden und da wird sehr viel Stahl verbraucht. Das heißt, Stahl an sich als Material, als Baustoff ist schon auch zentral für die Energiewende und da ist eben die Frage, wie der entsteht.
In dieser Folge haben wir über die Rolle der Katalyseforschung für eine nachhaltige Energiewende gesprochen. Meine Kollegin Clara Cemmler hat dafür mit Frau Dr. Stefanie Hlawenka vom Helmholtz-Zentrum Berlin gesprochen. Sie koordiniert dort das CatLab-Projekt, das sich mit der Forschung an Katalysatoren beschäftigt. Vielen, vielen Dank, Clara. Gerne. Und damit endet diese Folge des Forschungsquartetts. Neue Folgen findet ihr jeden Donnerstag auf Detektor FM oder in der Detektor FM App. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl hören. An dieser Stelle bedanke ich mich nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Clara Cemmler und Caroline Breitschädel. Die beiden hatten die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Marie Plikat. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum Berlin.